Willkommen zu Brand Damage. Mein Name ist Chris, das hier sind die Musiknews. Wir haben heute sehr interessante Themen. Heute ist Rammstein dabei, heute ist Limp Bizkit dabei, heute ist Linkin Park dabei, was alles eher härtere Musik ist. Das heißt, heute haben wir harte Musiknews. Freunde, aber erstmal vielen, vielen Dank für das ganze positive Feedback für unser Woodburger Cover. Das hat ja jetzt eine Weile auf sich warten lassen. Ich finde, es ist dafür ganz cool geworden. Erstmal wirklich ganz fetten Respekt an den Leon. Das wissen vielleicht viele nicht, aber der gute Leon Asen, der macht das Instrumental, der tut das ganze Abmischen, der macht die Harmonien. Das ist einfach nur ein verfluchtes Genie, der Dude. Außerdem vielen, vielen, vielen Dank an die Band Vierzimmerküche Bad, die hier den Refrain, das ist der Refrain aus dem Booklet, eingesungen haben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr das Cover noch nicht gesehen habt, unten in der Videobeschreibung, da oben ploppt es gerade auf in der Infocard. Eskimo Callboy haben nun die erste Band für das Escalation Festival angekündigt. Also die erste Band, die neben Eskimo Callboy selber da spielen wird. Und das wird NSOK sein. Und das ist ziemlich geil. Die Antilopen Gang hat für den 23. Dezember 2021 die Antilopen Geldwäsche Firmenweihnachtsfeier angekündigt. Das Ganze findet im Gloria Theater in Köln statt. Live on Stage wird natürlich die Antilopen Gang sein. Außerdem gibt es ein festliches Rahmenprogramm. Swiss spielt Ende 2022 eine große Jahresabschlussshow in Hamburg. Die Tickets kann man jetzt vorbestellen. Jeder, der sich bis zum 31. Dezember dieses Jahres ein Ticket bestellt, nimmt automatisch an einem Gewinnspiel teil, um Teil der Warm-Up-Show zu werden. Um eventuell Teil, also ist ein Gewinnspiel. Ist natürlich dann ein Zufall. Links natürlich in der Videobeschreibung. Und wir haben einen Haufen neue Musik und das ist wieder extrem viel, deswegen ganz schneller Durchlauf. Schneller, das ist ein ganz schneller. Sollte ich irgendwas vergessen haben, gerne in die Kommentare. Royal Republic mit Back from the Dead und kein Scheiß, Leute. Meiner Meinung nach, Royal Republic, ich glaube, die können einfach keine schlechte Musik machen. Das ist einfach so fucking grandios. Papa Roach mit Dying to Believe und auch hier, alles was wir bis jetzt von dem neuen Stuff gehört haben, holy shit, bin ich gehypt auf dieses Album. Das Lumpenpack mit Einfache Gefühle, was soll ich sagen? Ich meine, wir kennen von dem kommenden Album Emotions ja eigentlich schon inzwischen fast alles, aber es gibt kein Album, auf das ich so gehypt bin wie Emotions, obwohl man die Songs schon zum Großteil schon alle anhören kann. Aber das Ganze dann nochmal auf CD zu haben und oh mein Gott, das wird ein heftiger Release-Tag, da kommt sehr viel raus an dem Tag. Casper mit TNT und ich persönlich kann mich mit dem neuen Casper-Stuff noch nicht ganz so krass einfreunden. Ich glaube, es braucht ein bisschen Zeit, es muss ich ein bisschen auf mich wirken lassen. Gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Diese Single wird natürlich auch wieder, wie die erste Single auch schon, auf 7 Zoll Vinyl erscheinen. Link in der Videobeschreibung. Hämatom und die 257ers mit Ficken unseren Kopf und finde ich absolut geil. Das ist so ein bisschen 257, das mir gefehlt hat. Und das Video ist auch ziemlich fett. Sabaton mit Christmas Truth. Truth. Und ich benutze dieses Wort an sich absolut ungern, aber holy shit, dieser Song ist absolut episch. Finch mit Scooter und dem Song Rave Witchers. Und das ist absolut bescheuert, sowohl Song als auch Video. Und es ist absolut großartig. Und Volbeat mit Becoming. Und es klingt am Anfang so übertrieben fett und ballert und dann klingt es relativ schnell wieder nach einem typischen Volbeat-Song, was jetzt nichts Schlechtes ist, aber ich sag mal so, man erkennt einen Volbeat-Song einfach sofort. Was ein bisschen bei mir so unterm Radar war, dass Ende September, genau genommen am 28. September, Tenacious D eine Tribute-EP veröffentlicht haben. Hier haben wir neben dem Song Tribute selber auch einen Remix oder auch einige Demo-Aufnahmen aus dem Jahr 1995, zum Beispiel auch eine Demo von dem Song History. Der ist ja, glaube ich, 2005 bei dem Film Pick of Destiny ist der ja benutzt worden. Und was ich richtig interessant finde, eine alte Demo von 1995 von Tribute selber. Und ich liebe es, so alte Demos zu hören. Und wenn du so den Vergleich hast, eine alte Demo zu einem Song dann im Endeffekt, ist geil. Ist geil. Als Fan lohnt sich's auf jeden Fall. Vor den Toten Hosen gab es die Band ZK. Und diese Band hat 1981 ein Album veröffentlicht. Und 1981, jetzt haben wir 2021, wenn man jetzt noch ein bisschen fit in Mathe ist, dann weiß man, yo, das sind 40 Jahre. Dieses Album feiert das 40-jährige Jubiläum und zur Feier des Tages gibt es, wie könnte es auch anders sein, ein Re-Release des Albums. Ich glaube, dieses Jahr gab es mehr Re-Releases als neue Alben und es kamen viele neue Alben dieses Jahr raus. Aber Eddie's Salon, 40 Jahre Jubiläums Edition erscheint am 3. Dezember und kann vorbestellt werden. Link in der Videobeschreibung. Und der gute Swiss war ja dieses Jahr sowieso extrem fleißig.
Anfang vom Jahr kam Orphan raus, dann kam die linksradikale Schlager-EP, jetzt kommt die EP mit Diggen zusammen und ja, Ende November, quasi eine Woche nach der EP mit Diggen, kommt auch schon die nächste EP, nämlich die missglückte Weihnachts-EP. Sie beinhaltet 5 Tracks, kann natürlich schon vorbestellt werden, ist im Shop auf 500 Stück limitiert, also schnell sein. Und natürlich kann man sich auch eine Box zusammenstellen, da gibt es auch so ein Ugly Christmas Sweater. Ein Ugly Christmas Sweater, ein Adventskalender, gibt's alles, Link in der Videobeschreibung. Was auch eine mega coole Story letzte Woche war, außerhalb der Band und des Teams und des Produktionsteams und alles drumherum von Rammstein gibt es ja noch niemand, der neue Musik von Rammstein gehört hat. Außer eben dieser Kreis selber. Bis auf eine Person. Nämlich der Astronaut Thomas Prescott. Tut mir sehr leid, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Der sich aktuell auf der ISS befindet. Rammstein-Drummer Christoph Schneider war mit ihm so im intergalaktischen Call. Was rede ich da? Und dachte sich so, hey Brudi, gönn dir mal neue Rammstein-Musik vom neuen Album, das noch keiner kennt. Ganz schön lit. Puh. Wann wir, niederes Erdvolk, neue Rammstein-Musik zu hören bekommen, das wird sich zeigen. Mike Shinoda war zu Gast im Tuna on Toast with Stryker Podcast und hat ein bisschen über die Zukunft von Linkin Park geredet. In diesem Talk sagte er, dass er sich körperlich zwar fit fühlen würde, wieder auf Tour zu gehen, aber emotional das Ganze noch nicht gebacken bekommt. Also praktisch mit Linkin Park. Solo ist er ja hier und da mal schon live unterwegs gewesen und wird auch bestimmt solo als Mike Shinoda noch live auftreten. Aber hier geht es jetzt speziell um den Fall Linkin Park. Auf die Frage, ob sie sich denn vorstellen könnten, sowas wie eine Linkin Park Hologramm-Show zu starten, so das gibt's ja jetzt mit ABBA, das gab's ja auch schon mit Tupac, also praktisch, dass wir hier Chester als Hologramm hätten, antwortete er ziemlich eindeutig, dass die Chance bei so ungefähr -1 Million% liegt, was relativ viel ist. Er würde diese Idee absolut hassen. Also aktuell sieht es so aus, dass wir jedenfalls in absehbarer Zukunft erstmal nichts mehr in Form von Linkin Park sehen bzw. hören werden. Aber sag niemals nie. So Freunde, das war eine Story, die hat mich überrascht. Gold Cobra von Limp Bizkit kam im Jahr 2011 raus. Das Ganze ist jetzt einfach mal schon 10 Jahre her. Kurz darauf wurde bekannt gegeben, yo, was geht ab, wir arbeiten schon wieder an dem neuen Album. Das Ganze wurde dann weitergeführt als Stampede of the Disco Elephant. Ich habe bis heute keine Ahnung, ob das ein offizielles Cover ist oder ob das einfach nur Fanmade ist, aber dieses Cover ist überall zu finden, wenn man nach Stampede of the Disco Elephants schaut. Und es wurde ja auch der ein oder andere Song schon veröffentlicht, so im Jahr 2014 oder so, ist schon eine ganze Weile her. Man hat zwar immer wieder so angeteasert, yo, neue Musik, Leute, da kommt was, aber ja, da kam halt nie was. Das Ganze ging sogar so weit, das weiß ich noch, da war ich auf Facebook, auf der deutschen Facebook-Seite vom Limp Bizkit Underground, habe ich mal ein bisschen reingelesen, und die haben da einen Post geschrieben, dass sie sich von der Band verarscht fühlen und deswegen den deutschen Limp Bizkit Underground auflösen werden. Ob es den noch gibt? Keine Ahnung. Wie groß der überhaupt war, keine Ahnung. Aber das hat mich ganz schön, das hat sich festgebrannt hier. Aber nun haben wir ja das Jahr 2021 und Limp Bizkit haben erst vor einer Weile bei einem Konzert am Schluss Playback einen neuen Song abspielen lassen, nämlich den Song Dead Vibes. Kurz darauf hat Fred Durst auch bekannt gegeben, dass er was Neues bald veröffentlichen will. Und ja, jetzt zum Tag der Aufnahme haben wir den 31. Oktober und das neue Limp Bizkit Album Still Sucks ist heute erschienen. What the fuck? Zum jetzigen Zeitpunkt konnte ich selber leider noch nicht in das Album reinhören, also ich kenne jetzt auch nur den Song Dead Vibes, habe aber natürlich online schon ein bisschen darüber gelesen und hier gehen die Meinungen sehr auseinander, was aber im Prinzip bei allem Musikalischen ist, aber wie ich finde hier sehr extrem. Natürlich gibt es Befürworter des Albums, sagen, yo, ist cool. Ich habe aber auch gelesen, dass das Album wohl sehr erzwungen klingt und im Großen und Ganzen auch bei einigen nicht sehr gut ankommt. Gerne mal eure Meinung zu dem Album in die Kommentare. Zu dem Zeitpunkt, wenn dieses Video dann letzten Endes online kommt, wird am oben angepinnten Kommentar von mir eine kleine Meinung zum Album sein, weil bis dieses Video online kommt, schaffe ich es auch, das Album durchzuhören. Allerdings macht mich da etwas ein bisschen stutzig. Ist das wirklich das Album, auf das wir jetzt seit 10 Jahren warten? Weil, naja, wie ich ja vorhin erwähnt habe, es sind ja Songs schon veröffentlicht worden von Stampede of the Disco Elephant. Jedenfalls, wenn man dem Internet glauben darf, dass diese Songs von Stampede of the Disco Elephant sein sollten. Wenn ihr jetzt die Tracklist vom neuen Album anschaut, von Still Sucks, wo ist Ready to Go?
Wo ist Lights? Wo ist Endless Slaughter? Das sind alles Songs, die nicht veröffentlicht worden sind über dieses Album. Und ja, kann es auch sein, Bruder, das Ganze ist fast 10 Jahre her. Natürlich machen die jetzt nur komplett neue Songs aufs Album. Aber kommt da vielleicht noch was? Komm, ich weiß nicht. Ist es vielleicht, kommt noch mal ein Album? Kriegen wir doch noch Stampede of the Disco Elephant? War das jetzt nur das Übergangsalbum, wie damals, glaub, Gold Cobra? Limp Bizkit machen das echt ultra verwirrend. Gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Sind diese 3 Songs einfach nur Standalone-Singles gewesen? Und ist mal wieder Chris, du tust schon wieder viel zu krass überinterpretieren. Und das war's. Das war's. Limp Bizkit. Album ist draußen. Entspann dich, okay? Wahrscheinlich wird es so sein. Aber Freunde, das war's mit den News für diese Woche. Wenn euch dieses Video gefallen hat, natürlich sehr gern positiv bewerten, diesen Kanal abonnieren für Musik-News, für anderen grandiosen Shit. Es gibt jetzt beim Woodburger-Cover aktuell kein Voting unten für den nächsten Ärzte-Cover-Song, weil wir haben ganz, ganz extrem Bock, eine Rock-Version von Rock'n'Roll Übermensch zu machen, wie es damals auf dem Bizarre-Festival live gespielt worden ist. Das machen wir als nächstes. Da gibt's dann wieder ein Voting für den nächsten Song. Ja, schöne Woche euch allen. Passt auf euch auf. Mein Name ist Christoph, Brain Damage, schaltet wieder ein. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos, ein Abo wäre grandios. Ihr könnt auch gerne ein Like geben. Folgt mir auf Twitter und auf Instagram, nicht im echten Leben.